Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part von Borderlands Multiplayer mit Fischi, Keshi und mir. Wir haben hier ein bisschen noch ein bisschen Blödsinn gemacht. Da oben ist eine Waffenkiste, die mich nicht interessiert. Und die scheint nicht besonders gut zu sein. Und ein Soldatendings. 65% Waffenmagazingröße. Bitte? 65% Waffenmagazingröße. Das ist ja fast wie ein Zwerg, Alter. Wir haben rumgepimmelt und haben so ein paar Viecher getötet, die da schon despawned sind. Ich muss noch skillen. Und ich habe jetzt mal die nächste Quest angemacht, Leute. Also gucken wir auf den Quest-Dings, was wir machen müssen. Ja? So geskillt. Benzintanks zerstören. Ja, ich habe eben schon versehentlich einen zerstört. Der auf der anderen Seite, glaube ich. Oh mein Gott, Freddy fällt mich um. Der stand hier drin etwa. Ich brauche hier nicht, das ist ein Revolver. Ist ein Sauber despawned? Ne, kann ich sehen, aber auf jeden Fall war der da drin und den anderen habe ich hier schon zerstört, als wir nach den Ventilen gesucht haben. Und jetzt, der letzte Benzintank ist da oben, wo wir, glaube ich, schon das Elementar verkohlt haben. Was zum Teufel war das? Ich habe auch keine Ahnung, was das war. Das klang aber komisch irgendwie. Wo müssen wir denn lang? Am besten hier oben. Dann nach links. Ich fühle mich so eingequetscht hier oben in dem Schützenplatz. Merkt man auch nur ein bisschen. Boah, ist das Auto langsam, Alter. Oh, das ist hier nur Maschinengewehr. Ja, ich hatte keinen Bock auf einen Raketenwerfer. Oh, okay. Du sagst doch, der Tank lädt sich voll langsam auf, Alter. Der ist sofort wieder da. Da sind jetzt ein paar zu Fehler. Das sollen wir lieber in Deckung mal fahren. Guck mal, dass ich ein paar so schräg von der Deckung erwische. Wie mache ich das zum Besten? Ich habe keine besonders guten Range-Waffen. Ich bin mittendrin übrigens. Okay. Oh. Ja gut, dann gehe ich mal mit dem SMG ein bisschen drauf. Ich brauche mir die für das nachher mit dem Zielfernrohr. Fuck. Ich laufe ein bisschen rein. Ich sollte mal rauslaufen. Ja, ist eine Idee. Noch 132 Leben. Heilige Scheiße. Was ist denn los? Ich treffe gar nichts mehr gerade. Nicht bewegen, du Wichser! Keshi, bitte? Ja, ich pull aggro, was? Hilf mir, ich bin tot! Oh fuck! Okay. Alter, wenn die Scheiß Waffe nicht leer gewesen wäre. Ich versuch grad aggro zu ziehen schon mal. Ja, gut. Oh, wer hat jetzt einen Kill gekriegt? Ich glaube, ich habe ihn aus dem Brand noch damit. Schön. Ich hab's wieder gelebt. Danke. Oh, Munition. Ist mal kaputt, mein Revolver hat so wenig Munition. Also zwei Stunden Magazin. So. Schönen Shotgun. Dann haben wir es auch gemacht. Jetzt haben wir nur noch die Hauptquest, würde ich sagen. Ja, oder wir haben noch die Hauptquest und die anderen beiden müssen nur abschließen, die Quests. Und wir müssen dann noch in Fink's Lauterhaus. Ach nee, warte, da waren wir schon. In die Arena, aber die an der Arena sind wir schon in Runde 2, aber die müssen wir nicht unbedingt machen, weil. Achso, müssen wir nicht, okay. Also die können wir machen, natürlich, aber... Ich kann... Oh Mann, das ist so scheiße, dass man das nicht machen kann, wenn man im Auto sitzt. So, ich habe einen Berserker für dich mit... Mod mit für dich mit 28% maximaler Gesundheit. Ja. Ich mal die Quest hier ab. Daran solltest du knabbern haben. Granatmod, der schlecht ist. Mit deiner Hilfe kann ich die Rennstrecke wieder in Betrieb nehmen. Ich wette, dein Fahrzeug könnte jetzt eine Wäsche gebrauchen. Liegt da? Dieser Scheck wird hoffentlich ausreichen. Oh, einen Raketenwerfer haben wir bekommen. Danke. Jetzt muss ich erstmal irgendwas wegwerfen. Alter, das Artefakt, was wir gekriegt haben, war für mich zumindest richtig geil. Welches Artefakt? Wir haben ein Artefakt gekriegt vor ein paar Runden. Das habe ich schon eingelöst. Das ist bei mir ein Explosionsartefakt bei gewesen. Bei mir ist es ein Artefakt, das meinen Facewalk erhöht. Wie? Es erhöht die Zeit meines Facewalks. So. Ja, wir haben alle jetzt ein Explosionsartefakt bekommen. Nee. Geht mir aber nicht unbedingt. Ich muss erstmal irgendwelches Zeug rauswerfen. Okay, ich verkaufe das ganze Zeug einfach. Wo? Am Automaten. Wo ist denn hier Automat? Kishi einsteigen, hier ist keiner. Ja, eben. Haben wir sonst noch irgendwas? Oh, mein Sniper ist fast auf Level. Was ich nicht auf Sniper gehen kann. Ich kann mir alle meine Waffenskills angucken, außer Sniper mit der Maus. Geil.
Okay, krieg ich hier noch irgendwo eine Sniper? Oh geil, eine Sniper. Oh nein, meine Skills. Uzi auf 7, Combat Rifle auf 7, Sniper auf 4. Ich bin überlegt, ob ich in die Holo. 96 ist nicht sehr genau. Ach scheiß drauf, YOLO. Wir haben den Server einmal neu aufgesetzt, deshalb war das Klo auch wieder zu. Schade. Wo sehe ich meine maximale Gesundheit aus, wenn sie das Klo hinter ihm ist grün und ich dachte, man kann eventuell den Deckel einfach hochheben. Ach, schade. Oh, ich bin 22, ich kann das Artefakt benutzen und die Waffe. Oh, ja. Bisschen im Weg gerade. Achso, gut, ich kann noch vorbei. Ich wollte gerade sagen, du kannst noch vorbei. Ich stehe eigentlich ganz gut. Wo ist denn der Scheiß da? Heia! Alter, habe ich jetzt viel Schild. Ich habe jetzt im Moment 731 Leben. Munition. Nice. Ja, das sollte mir helfen, ein bisschen mehr klarzukommen, wenn ich in die Massen jetzt reinlaufe. Moment, ist gleich voll. 503 Schild. Kann man machen. Alter, so, die Pistole. Die du gekauft hast? Ja, Mann. Da die ist vollautomatisch. Wir müssen jetzt Mad Mel töten. Ich warte noch auf Fisch. Muss ich mitnehmen? Ich kaufe noch kurz Munition voll. Ich glaube, da hinten sind auch Automaten. Kann ich mir vorstellen. Obwohl, ich bin gleich fertig. Es wird keiner angezeigt. Ist, glaube ich, besser, wenn du aus Übergang. Ach, da hinten geht's weiter. Oh, ich brauche unbedingt ein Upgrade für Pistole jetzt. Ich glaube, wir haben das Dahl Headland jetzt sogar abgeschlossen schon. Aber da hinten geht's weiter in zwei andere Gebiete. Oh, okay. 16.000. Was? Ich habe kein Geld mehr. Das soll alles ausgehen für die Waffe. Ja, ich hatte aber wieder viel Geld. Ich war schon wieder bei 25.000. Rich Nigger. Rich Nigger? Ich bin jetzt noch bei 23.000 und hier mir auch für 26.000 eine Sniper gekauft, weil ich mit der Dings nicht so gut zielen kann. Oh, ich hab 45.000. Fällt mir gerade auf. Kishi, hast du eigentlich den ganzen Scheiß verkauft, den du mit hast, oder nicht? Nein. Nee. Kishi, komm her. Ich bin auch noch am Verkaufen. Ich habe jetzt auch schon wieder 13.000. Oh, zum Glück hat meine Sniper nur 18 Schuss. Stimmt, ich habe ja 100%. Ach, ich habe über 100% erhöhte Munitionskapazität. Da gibt's Waffen. Verkaufen. Was ist hier los? Brauchst du ein 241er Schild? Ja. Brauchst du ein 241er Schild? Nichts dagegen. Okay, habe ich nämlich über. Ja, der ist ja schlechter als meiner. Einfach so richtig mega. Jetzt habe ich hier schon noch zwei Rocket Launcher, die ich auch rauswerfen kann. Geil, Alter. Meine Pistole hat jetzt einfach 500 Schuss. Das ist gut zum Wechseln, den werde ich eh nicht verwenden. Liegt hier Kirschi, ne? Hm? Freddy. Nice. Und die hat 50 Schuss dafür. Ich glaube, das wird ziemlich nice. Boah, ein 58 Schaden Explosionskontakt-Mod. Der ist ziemlich nice. Okay, fuck it. Was ist los? Mhm. Ich habe jetzt alles soweit verkauft. Ah, jo, danke. Das Verkaufen hier gefällt mir überhaupt nicht, Alter. Ja, okay. Ich komme allgemein nicht schon vor. Schon die zweite Sache, die mir in Borderlands 1 nicht so gut gefällt wie in Borderlands 2. Kishi. Mir gefällt der Gewalt gerade aber. Muss noch kurz vergleichen mit meinem aktuellen Schild. Nein, der ist hier besser. Findest du? Ja. Die zerplatzen Gegner besser. Ja, weil es die Uncut-Version ist, Mensch. In Borderlands 2 haben wir auch die Uncut-Version. Sicher? 100%ig, ja. So, ach ja, stimmt, du kaufst nichts, was nicht Uncut ist. GG. Beziehungsweise nicht mehr. Damals habe ich irgendwas gekauft. In die Luft schießen. Stört mich einfach überhaupt nicht, wenn was uncut ist. Wenn was cut ist. Das sieht böse davon aus, wollen wir da wirklich rein? Ja, schön warm da. Da hängt jemand rum. Weißt du das? Wer hätte damit gerechnet, dass die Arena Türen zu gehen? Nicht ins Feuer fahren. Ich werde weiterfahren. Oh fuck! What the heck? How about ich park mein Auto jetzt hier und steig einfach wieder aus. Freddy, du solltest im Auto bleiben, am besten mit dem Schützen, weil du, Alter! Einen Raketenwerfer hast. Aber mein Auto ist ja schon halb kaputt jetzt.
Ja, ich versuche gerade ein bisschen die rumlaufen einzuhalten. Hä? Er hat dich umgefahren. Wer? Der Autofahrer. Der Gegner. Oh, hab ich mal mitgekriegt. Seid denn nicht tot? Wow, oh, Freddy! Bereit? Ich hatte gerade Todesangst. Ich hab überfahren. Michi, kannst du mir kurz helfen? Ja, klar. Das Auto war gerade nicht die beste Idee mehr. Ja. Hier schießt eine Rakete, ne? Aber bestimmt nicht ausgerüstet. Ja, ich habe ihn aber nicht ausgerüstet. Ganz genau wie nach Verzweiflung. Bin tot. Ah. Ich Alter, bin auch gerade fast gestorben. Dass man stirbt, wenn die einen umfahren, ist ja mega kotzig. Da ist ein Vogel. Brennender Vogel. Kriege ich hier schnell ein neues Auto? Nein, okay, schade. Doch klar, das ist direkt am Anfang ist da eins. Oh, er stört. Stimmt, hier ist also eins. Ich hole ein Raketenwerferauto. Glaube ich keine schlechte Idee, ja. Irgendwas hat hier gerade vibriert. Vielleicht mal eine Blitzwaffe. Fischi, einsteigen? Ah! Du darfst fahren? Ich werde attackiert. Ich sehe nichts mehr. Ich stehe direkt vor dir. Das war Fischi. Oh Gott, haben die sich gerade rumgeleckt. Oh. Ein Auto ist mit. Oh, mein Auto ist mit. Was sind das eigentlich für Pisser? Ich bin tot, ich hab mich gewonnen. Ich komme euch zur Hilfe. Wär super. Wer fischt zuerst? Ah, verpiss dich. Outrider, fisch zuerst. Ja, ich versuch's, aber ich sehe nicht mehr, wo ich bin. Ich hab den vollkommen den Überblick und bin jetzt tot. Ich habe längst überlebt. Obwohl ich da die ganze Zeit schon, ne? Okay. Läuft bei uns. Oh mein Gott. Ich war gerade irgendwie ein bisschen behindert. Okay, ich hole wieder mein Auto 1. Ja, auf Schutzplatz. Fahr. Ich dachte eigentlich jetzt, dass wir uns zwei Raketenautos holen. Au. Was ist das denn? Bleib mal als Wagen. Den haben wir noch nicht gesehen. Das sollte ich nicht. Oh mein Gott. Oh, Freddy, hopp. Fahr einfach vor denen weg. Ich schieße auf die. Alter, Bang, wie steht das? Ist das ein geparktes Auto oder so? Das ist meins. Das hat aber keinen Raketenwerfer. Das ist ja ein MG. Das macht nicht mehr Schaden. Nein, das macht überhaupt keinen Schaden. Das ist das Problem beim Raketenwerfer. Opa, raus, ist er nur 21 Leben. Ja, ich sehe es. Ich bin schon raus. Ja, bin noch tot. Bin gestorben. Aber Mad Me ist fast tot. Hab ihn. Danke. Bitteschön. Ja. Na, wer sagt's denn? Mad Me ist nicht mehr. Trotz seiner verdammten Seele. Oh, das war oh mein Gott. 32 Leben. Oh mein Gott! Fahr weg! Okay. Oh, das Geschütz ist tatsächlich ziemlich gut, okay? Hilfe? Ja, ich helfe ihm. Anyone? Okay, okay, ich hör auf, da drauf zu fahren, die waren schon so nervig da drauf. Wo ich hab grad nicht. Da hinter dir, da? Ja, weil du die ganze Zeit so rumgefahren bist, habe ich mich rumgebackt in dem Auto. Ich habe mich auch rumgebackt in dem Auto. Schaden von hinten? Ich weiß nicht warum. Oh, da. Dann fahren wir doch mal drüber. Nein, der hat schon cooler Shot. Ja. Danke. Bitte. Oh, so eine Leute denn immer, ey. Oh, du kannst nicht auf das Auto springen, du jumpst dann immer weiter. Ich schubst mich. Okay. Schubst mich. Los, schubst mich. Was zum Teufel? Was? Oh jo. Wo müssen wir jetzt lang? Rechts. Oh. Ah, hier, Freddy, komm, geh auf den Schützenplatz. Warum? Ja, weil ich rennen kann. Okay, ich kann mich ja verschieben. Oh. Hallo Claptrap. Moin. Und trotzdem bin ich schneller als ihr. Alter, wie kurz war das Gebiet denn bitte? Ziemlich kurz. Irgendwie. Ich habe übrigens keine Ahnung, Freddy, was in New Haven im ersten Teil passiert, weil im zweiten weiß ich ja, wie es ist. Ja. Ich glaube, New Haven ist das Sanctuary von Teil 1. Nein, Sanctuary gibt's auch. Nein. Also nicht das Spiel, was Gebiet. Okay. Schade. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Dass Claptraps ziemlich scheiß schwul sind. Nein, die sind absolut hetero. Ich meinte auch nicht von der Sexualität her, sondern vom Verhalten. Er hat eine Sicherungsbüchse gefickt. Wie wird das? Claptrap hat eine Sicherungsbüchse gefickt. Ah, okay. Fischi? Ja. Oh! Ich bin mit dem Auto hier gespawnt. Ja, ich wollte eigentlich bei dir einsteigen die ganze Zeit. Oh, ich habe ein eigenes Auto, wie schön. Ich höre die Schüsse übrigens nicht. Oh mein Gott, es laggt. Rechts. Dank.
Mein Gott, es Oh, wir laggt. nehmen ja auf. Es Oh, laggt. oh klar. Lags. 20 FPS. Bei mir nicht. Hehe. Scooter lässt dir ausrichten. Ja, bei mir auch so locker. Ich kann nicht mal richtig bremsen. Was ist da los? Ich auch nicht. Links? Überhaupt nicht. Ich kann Hier? Nichts machen. Ja, und da irgendwo links dann über den Weg rein. Ups. Passt. Über nochmal. Au! Ich glaube, da können wir nicht mehr weiter. Er fährt für mich drüber. Irgendwie lag ich hier. Autos ficken, glaube ich. Ich bumse ihn erstmal. Meiner. KS Report Noob. Ich sollte mal diese Waffe hier nehmen. Viecher, die klingen wie Katzen, aber keine sind. Du das kennst komische Katzen. Justiz. Was? Du kennst komische Katzen. Ja. Durchaus. Ich muss jetzt mal gucken, wegen meinem Schild. Hier steht einer. Boah, laggt das. Ich kann mit dem nicht sprechen, weil ich voll bin. Ich bin nicht voll. Ja, nein, doch, geht. Also ich kann mit ihm sprechen. Mit wem? Mit dem Typen, der stört, aber er sagt nichts. Boah, also, es laggt so schlimm. 60 FPS flüssig. Angeblich habe ich eigentlich auch ziemlich durchgehend 60 FPS, aber es laggt trotzdem die ganze Zeit. Ich habe 30 FPS, die sich anfühlen wie 20. Ich habe hier gerade 60, jetzt habe ich 58 und dann habe ich 54 und es fühlt sich an wie 10. Ja, irgendwie glaube ich, Fraps spackt hier ein bisschen weg. Wo das Spiel versucht, über die Ruckler Lags auszugleichen und es sind deswegen keine wirklichen Ruckler, sondern eigene Lags. Freddy. Was ja? denn? Markus Munition! Der echte! Der hat das auch hier abgesetzt in dem Anfangsstadt, der Gleich war der Busfahrer. Gesicht in dem Ficker. Hey, was? Wovon redet ihr? Markus. Von Markus Munition. Okay. Kennst du mich? Nee. Alter, was hier für Patronen rumliegen hat, richtig nice. Sniper und Revolver brauche ich. Übergewicht, ne? Meinst du? Sorry, Keiji, ich versuche schon abzunehmen. Ich meine, du bist 3 Meter größer als er und er ist einfach 2 Meter breiter. Nee, ist halt echt so. Hä, wo ist denn Clapjack? Bin ich gerade behindert? Den Haus drin? Nicht mehr. Hast du ihn umgebracht? Vielleicht ein bisschen. Gut. Clapjack darf man aber auch nur ein bisschen umbringen. Leider. Du musst leiden. Okay, ja, doch, das kann ich nachvollziehen. Also ich bin komplett retarded. Ich glaube ich... Nee, Achso, ich weiß nicht, was ich bin. Moment, dich kennen wir... Oh mein Gott! Was ist denn mit deinem verfickten Gesicht passiert? ist ein So. Das kannst du noch vorlesen. Endlich haben wir es diesem Mad Mel heimgezahlt. Es ist großartig, jemanden zu kennen, der mit seinem mutigen Herz dort hinausgeht und sein Leben riskiert. Gut gemacht. Mad Mel ist kein Problem mehr. Nun, ich öffne gerne das Tor nach New Haven. Sind wir nicht New Haven? Hat einer von euch beiden Amanda Ray gesehen? Wen? Amanda Ray. Nee. Die ist 22, 5 Fuß 4 hoch, wiegt 128 LBS, weiß ich nicht, was das heißt. Blaue Augen, braune Haare und... Pounds übrigens, soweit ich weiß. Okay. Und Pounds und LBS? Ich dachte, LBS ist irgendwas anderes, aber... Ich dachte, das wären Pounds. Das kann hinkommen, ja? Ich weiß es echt nicht. Warum ich kann mir ihr Gesicht nicht geben. Ich könnte dir erzählen, sehen, warum okay. ihr Gesicht so ist, aber dann spoilern wir ein bisschen den zweiten Teil. Ich weiß es gerade auch nicht. Doch, ich weiß es, glaube ich. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ihr Mann. Und, das war kein Spoiler. Nicht, dass du denkst. Anzugucken, Fotze. Aber es war so lustig. Was ist denn mit deinem verfickten Gesicht passiert? Nein. Ja. Das geht, sie dreht sich um, fängt an zu reden und er... Oh mein Gott, was ist mit deinem verfickten Gesicht passiert? Das ist ja... Ich habe nochmal den ersten Generator aktiviert. Ich weiß nicht, was es gemacht hat, aber ich hoffe, wir explodieren nicht. Okay. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Ja. Darren Flynns Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats. Und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen.
Flint? I don't give a fuck. Flint? Oh, unser Party ist vorbei. Dann lass ihn noch kurz das Gute auswählen. Okay. Danke. So, dann würde ich sagen, ich habe dir Party gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss. Haut rein. Tschüss.